Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die 10. Klassen des Jahrgangs 2018-2019. Wir haben mal eher bezüglich des Abschlusses ein paar Fragen gestellt und ja, über den Ablauf und wie sich das alles verändert, wenn man in die 10. Klasse kommt. Außerdem haben wir einen Herrn Oswald und zwei andere Lehrkräfte von den 10. Klassen interviewt, um einmal die Abläufe des Abschlusses von den Lehrkräften näher zu bringen. Viel Spaß! Auf was freut ihr euch in den kommenden Monaten in Sachen Schule am meisten? Ferien, Abschlussstreich und drauf, dass es gut ist. Ja, eigentlich so. Inwiefern ist der Ablauf der 10. Klasse bisher anders? Also man hat ein bisschen andere Fächer halt, so eigentlich wie jetzt. Man macht im Unterricht, also vor allem im Mathefach, mehr so all die Abschlussprüfungen und so, um sie vorzubereiten. Aber sonst eigentlich nimmt sie nicht so viel. Ja, und die Lehrer sind auf jeden Fall anstrengender. Und sie meinen halt, dass es ganz wichtig ist, was es ist. Und jetzt wird alles noch schwerer. Was hat sich in Bezug auf den Stundenplan und den Stoff in der 10. Klasse verändert? Ja, also im Stundenplan, wie gesagt, ein bisschen andere Fächer, also nicht so wie letztes Jahr Wirtschaft und Musik hat man nicht mehr. Dafür hat man Sozialkunde und, was haben wir? Nix. Ja, auf jeden Fall Sozialkunde. Und auf den Stoff, mal, bleibt sie relativ gleich, glaube ich. Ja, der Stoff ist nur wegen schwerer geworden, aber das kennt man ja. Von der 8. auf 9. oder von der 9. auf 10. Und mehr war es eigentlich nicht. Wie viele Stunden investiert ihr täglich ins Lernen oder Prüfungsvorbereitungen? Also es kommt darauf an, ob in der darauffolgenden Woche oder in der Woche eine Schulaufgabe ist. Ansonsten für Lernfächer auf den nächsten Tag in etwa 20 Minuten. Falls es Schulaufgabe ist, vielleicht nochmal halbe Stunde bis Stunde drauf. Aber Abschlussprüfungen jetzt noch nicht so. Also für den nächsten Tag so circa 10 Minuten. Und wenn eine Schulaufgabe oder so ist, dann so insgesamt so 5, 6, 7 Stunden. Habt ihr irgendwelche Ängste, wenn ihr an die Prüfungen, den Abschluss denkt? Ja, also eigentlich logischerweise darauf, dass man dass man es nicht schafft oder nicht schaffen kann. Ja, vom Prüfungsdruck, aber sonst eigentlich nicht. Wenn ihr an euren letzten Tag hier denkt, was wollt ihr bis dahin erreicht haben? Ja, also eigentlich, dass man Abschluss geschafft hat und Fuß. Ja, dass man einen guten Eindruck hinterlassen tut in der Schule. Was wollt ihr nach der Schule machen? Also ich möchte wahrscheinlich weiter, also voraussichtlich weitergehen auf die FOS und danach weiß ich es noch nicht so. Ja, also ich mache eine Ausbildung als Industriemechaniker. Aus welchem Fach konntet ihr bisher am meisten mitnehmen? Aus Geschichte und Englisch. Aus Physik und Chemie. Lieblingslehrer? Herr Grubwinkler. Herr Schroff. Stellt euch vor, ihr würdet Herr Graf sein. Was würdet ihr an unserer Schule ändern? Ja, es sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Ja, irgendwie so eine Vorschrift, weil irgendwie schon 5. und 6. Klässler und 7. Klässler rennen, umeinander laufen wie 20-Jährige. Das war's. Dann danke an die 10a fürs Interview und jetzt kommt die 10d. Auf was freut ihr euch in den kommenden Monaten in Sachen Schule am meisten? Ja, aufs Feiern eigentlich. Weil es ist einfach schön, wenn man es geschafft hat und dann erstmal feiern kann mit den Freunden essen. Ja, ich freue mich auch auf das, dass die Prüfungen vorbei sind und ja, Schulaufgabe vorbei ist, weil dann freut man sich einfach, dass man es geschafft hat. Inwiefern ist der Ablauf der 10. Klasse bisher anders? Ja, also man wiederholt voll und es kommt dann eigentlich in ein paar Fächer kein neuer Stoff mehr drauf. Ja, und allgemein ist es auch voll chilliger im Unterricht, es wird nicht so gestresst mit Hausaufgaben und so, es wird jeden seine eigene Entscheidung, ob er jetzt das machen mag oder nicht. Was hat sich in Bezug auf den Stundenplan und den Stoff in der 10. Klasse verändert? Es haben neue Fächer dazugekommen, wie Sozialkunde und Erdkunde auch mal nicht mehr. Und von der Stoff her, ja, es ist schon alles ein wenig schwieriger, aber mehr eigentlich nicht. Ja, es ist, ja, wie der Fabian vorher schon gesagt hat, es wird viel wiederholt und es kommt allgemein ein wenig neuer Stoff dazu und ja. Wie viele Stunden bzw. Minuten investiert ihr täglich ins Lernen oder Prüfungsvorbereitungen? Circa 20 Minuten. Circa eine Stunde. Habt ihr irgendwelche Ängste, wenn ihr an die Prüfungen, den Abschluss denkt?
Ja, dass ich nicht schaffe und dann einfach einen schlechten Job kriege oder gar keinen Job. Ja, ich habe schon Ängste, weil ich Angst habe, dass ich dann voll sauber spät anfange zum Lernen und dann das alles nicht mehr schaffe, zum Beispiel in Englisch, dass ich dann alles nachlernen muss, eine Woche vorher. Wenn ihr an euren letzten Tag hier denkt, was wollt ihr bis dahin erreicht haben? Ja, Abschluss wäre gut. Und ja, dass man jetzt dann einen Lehrvertrag schon ist, hat, dass es schon geregelt ist mit der Arbeit. Ja, ich möchte auch gerne einen Abschluss haben. Und ja, überhaupt, ich möchte schon Pläne haben für meine Zukunft, was ich als nächstes mache. Das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Was wollt ihr nach der Schule machen? Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Vielleicht mal PC erst machen. Ja, ich mache eine Ausbildung zum Schreiner, aber erst mache ich noch euer BGJ. Aus welchem Fach konntet ihr bisher am meisten mitnehmen? Ja, eigentlich Sozialkunde, weil es ja vor allem mit Allgemeinwissen zu tun hat, wie Politik und ist. Es ist auch wichtig, dass man sich da ein wenig rauskennt. Ich finde, von Werken kann man am meisten mitnehmen, weil, keine Ahnung, da lernt man jetzt Sachen, wie man handwerklich besser machen kann. Lieblingslehrer? Ja, eigentlich Frau Söldner, weil die unterstützen am meisten, auch wenn wir schlecht in Englisch haben. Die hilft uns halt immer. Ja, also ich habe eigentlich allgemein keinen Lieblingslehrer, aber ich finde, der Herr Holschneider ist ganz cool. Stellt euch vor, ihr würdet Herr Graf sein. Was würdet ihr an unserer Schule ändern? Ja, ich würde eigentlich Bücherei weg tun, weil man den nicht unbedingt braucht. Und dann vielleicht so coolere Aktivitäten rein tun. Ja, das war's. Ja, ich würde allgemein nicht so streng sein, zum Beispiel bei Entschuldigungen oder so. Weil das ist an unserer Schule echt voll streng. Da muss man immer alles mit abgeben, wenn man nicht da war. Und das ist einfach nervig. Dann danke fürs Interview. Und jetzt kommt das Interview mit dem Herrn Oswald. Gut, also zum Abschluss schaut es so aus, dass die Leute, die in der 10. Klasse sind, ganz normal am Anfang den Unterricht halt machen, wie in jeder anderen Klasse normal auch. Das heißt, es kommt ein neuer Stoff dazu, den man dann auch für die Prüfungen braucht. Und dann, sage ich mal so grob, ab ja, Ostern ungefähr geht es dann natürlich in die richtige Vorbereitung für die Prüfungen rein. Das heißt, dass man dann in den Fächern, in denen man auch die Prüfungen schreibt, also in den Mathe, Deutsch, Englisch und entsprechend das Wahlpflichtfach, das vierte, ist es dann so, dass man natürlich dann gezielt auf die Prüfung darauf vorbereitet wird. Das heißt, man hat entsprechende Stunden dazu oder mehr Stunden, die man mit der ganzen Geschichte hat. Man hat Übungsphasen dabei. Die Lehrer, die die Prüfung abnehmen dann bei einem, stehen dann natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite und bereiten da praktisch dann die Prüfung vor. Zu den Prüfungen selber ist es so, dass jeden Tag im Prüfungszeitraum die Prüfung in einem anderen Fach geschrieben wird. Normalerweise geht es los mit Französisch, dann kommt Deutsch, dann Englisch, dann Mathe, dann die anderen Fächer wie Physik, BWR und Werken. Und es ist dann so, dass die Prüfungen von immer zwei Lehrern korrigiert werden, also dem Lehrer, den man im Fach normal hat, plus einem Zweitkorrektor. Und die beiden miteinander korrigieren das Ganze dann und verbessern das, besprechen das dann auch miteinander und einigen sich halt dann auf eine Note. Okay, dann danke für das Interview. Gerne. Und jetzt kommt das Interview mit der Frau Heuss. Welche Fächer unterrichten Sie? Deutsch, Kunst, Werken und IT, aber heuer habe ich es leider nicht. Von welcher 10. sind Sie Klassenleitung? Von der 10D. Inwiefern unterscheidet sich die Klassenleitung einer 10. von der einer anderen Stufe? Die Schüler müssen explizit auf die Prüfung natürlich vorbereitet werden und es ist viel mehr Vorbereitungsaufwand und auch Korrekturaufwand, weil natürlich die Prüfungen immer einen höheren Umfang haben. Haben Sie in Voraussicht auf die Prüfungen ein positives oder ein negatives Gefühl? Ein positives natürlich. Highlight in diesem Jahr als Klassenleitung? Dass wir eine wunderschöne Abschlussfahrt hatten, in der die Schüler sich von ihrer anderen Seite zeigen konnten und dass sie alle sehr zuverlässig waren und dass wirklich eine schöne Woche mit ihnen war. Dann danke für das Interview. Dann danke an alle Beteiligten. Wir hoffen, ihr habt selbst mitnehmen können und ihr wisst jetzt so ein bisschen, wo es auf euch zukommt in der 10. Klasse. Und ja.